Jetzt ist es wieder soweit, die NBA hat gestartet. In diesem Video schauen wir uns die Teams von heute an, die Spiele von heute. Und am Ende gibt es meine kleine, aber feine Einschätzung zu den diesjährigen Platzierungen im Osten und im Westen. Bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, und das Spiel, mit dem wir heute in Anführungsstrichen in der Früh oder am Abend verwöhnt werden, um 22 Uhr, sind die Brooklyn Nets gegen die Charlotte Hornets. Die meisten Teams haben ja bereits 3 Spiele hinter sich und wir fangen mal an und gucken, was haben denn unsere Kollegen in New Jersey bzw. in Brooklyn und in Charlotte bisher geschafft. Naja, die Brooklyn Nets machen vor allem gerade damit auf sich aufmerksam, um das Hickhack um Kyrie Irving, der sich ja nicht impfen lassen möchte, was ja auch okay ist, kann jeder so machen, wie er will, aber er schwächt damit natürlich das Team der Nets, die aber immer noch ein Wahnsinnskader sind. Und wir werden es am Ende sehen, auch mein Favorit auf Position 1 im Osten. Da sind einfach ein paar Sachen, die man bedenken muss. Sie haben immer noch Kevin Durant, wahrscheinlich den besten Spieler der NBA dieses Jahr. Und sie haben immer noch James Harden, wahrscheinlich auch immer noch einer der besten 5 Spieler dieses Jahr. Dazu haben sie sich sehr sinnvoll verstärkt. Klar, Kyrie Irving könnte auch immer mal wieder zurückkommen. Das darf auch nicht ganz außer Acht lassen oder sogar getradet werden, was ich persönlich nicht glaube. Wer sollte sich denjenigen Kerle denn schon gönnen? Auf jeden Fall haben sie sich gut verstärkt. Sie bekommen ja einen Blake Griffin, der letztes Jahr kurz vor knapp dazugekommen ist. Der wird jetzt auch hoch motiviert in die neue Saison gehen. Sie bekommen Paul Millsap, ehemaliger All-Star, der bei den Denver Nuggets von der Bank schon starke Impulse die letzten kompletten Jahre geliefert hat. Und sie haben LaMarcus Aldridge, der ja wegen irgendeiner Geschichte mit seinem Blut und Herzen letztes Jahr retired ist, jetzt wieder gesäubert, geklärt wurde, um spielen zu dürfen. Also die Brooklyn Nets haben schon ein klasse Team. Dazu haben sie noch Patty Mills von den San Antonio Spurs loseisen können, beziehungsweise ihn verpflichtet. Der Patty Mills, ihr wisst es, der eine oder andere Dallas-Fan schaut ja auch zu, hat die Mavericks schon oft zur Verzweiflung gebracht und ist für schnelle Dreier gut und auch ein sehr, sehr schneller Spieler, der sehr gut in das Konzept der Nets passen wird. Zudem Spiel 7 letztes Jahr gegen Milwaukee, Kevin Durant mit dem Buzzerbeater und dann war mit der Zehenspitze quasi auf der Dreierlinie und dadurch ging es überhaupt erst in die Verlängerung. Dadurch haben die Bucks letztendlich überhaupt erst ins Finale geschafft und den Titel geholt. Also da waren die Nets auch nicht wirklich vollzählig, von daher ich erwarte sehr viele von ihnen. Jetzt schauen wir mal. Gegen wen und wie sie bisher gespielt haben, also es sind nur 2 Spiele passiert, da brauchen wir, glaube ich, nicht so krass drauf eingehen. Es gab erst eine Niederlage gegen die Bucks, das finde ich war zu erwarten, und auch gegen die Philadelphia 76ers sah es lange schlecht aus, Philly ja auch mit ihrem eigenen Superstar-Problem, aber selbst verschuldet mit Ben Simmons, hat eigentlich viel Viertel dominiert, aber dann am Ende komplett verkackt und Brooklyn damit seinen Sieg ermöglicht. Charlotte mit 2 Siegen, 2 macht mit 23 Punkte, das muss man auch erstmal schaffen, gegen die Pacers, super knapp. Ich glaube, Pacers, Hornets werden ungefähr vom Saisonverlauf relativ beisammen sein und gegen Cleveland Cavaliers haben sie gewonnen, also von daher 2-0 Auftakt. Gut, aber jetzt auch nicht unbedingt komplett Wahnsinn, ne? Die Quoten auch dementsprechend ganz klar. Wir haben hier, ich muss hier ein bisschen hin und her schauen. Wir haben hier klaren Favoriten mit den Nets von 1,27. Ich würde sagen, dann schauen wir vielleicht mal die Asian Handicaps an. Die sind in der fairen Linie bei ungefähr 9 Punkten. Also die Nets müssen mit 9 Punkten gewinnen. Eine gefährliche Sache. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das tatsächlich auch passieren wird. Sie sind daheim. Charlotte hat jetzt 2 Spiele gewonnen gegen mittelklassige Gegner, also da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu viel zu erwarten. Es geht weiter mit den Houston Rockets gegen die Boston Celtics. Auch hier haben wir eine relativ klare Aufteilung der Favoritenrollen, wie bei vielen Spielen, und das gerade am Anfang der Saison würde ich jetzt auch nicht unbedingt drauf wetten wollen. Die Boston Celtics mit Dennis Schröder nicht erfolgreich in die Saison gestartet. Gab ja auch einiges an Change, an Wechsel, sowohl auf der Trainerbank als auch im Management, als auch der eine oder andere Spieler ist jetzt neu. Also Boston hatte, glaube ich, vor 2-3 Jahren die mit Abstand beste
Aufstellung, sowohl vom Talent, von Draftpicks, potenziellen Stars. Aber es hat sowohl mit Kyrie Irving als auch Kemba Walker leider nicht gepasst. Gerade mit Kemba Walker tut mir das immer noch weh, denn den mag ich gerne. War auch schon mal im Boston Garden. Das ist so eine geile Atmosphäre. Den musste ich in dieses Team dann eigentlich verlieben. Aber so richtig funkt es jetzt nicht diese Saison. Und die ersten beiden Spiele waren auch sehr, sehr enttäuschend. Gegen New York die Double Overtime verloren. Kann passieren, aber dann gegen die Raptors komplett untergegangen. Und auf der anderen Seite haben wir die Houston Rockets, die gefühlt gegen die anderen zwei schlechtesten Teams im Westen, da gehört vielleicht noch New Orleans noch ein bisschen dazu, aber die da schon mal mit Oklahoma und Minnesota zwei andere wirklich schwache Teams vor der Flinte gehabt haben, eins gewonnen, eins verloren. Houston hat auch einen super schlechten Kader, also da wollen wir echt nicht viel erwarten. Wir schauen mal auf die Quoten. Houston spielt daheim, dementsprechend haben die Boston eine 1-4er-Quote. Auch hier werden wir einmal auf Handicap gehen. Asian Handicap liegt bei der Line von -5,5, 6 Punkte Vorsprung. Die Celtics haben jetzt zwei hoch verloren. Das gefällt mir sogar. Nicht hoch verloren, haben hoch verloren gegen die Raptors und davor knapp verloren gegen die Knicks. Ich kann mir vorstellen, dass sie sie fangen und den Rockets keine wirkliche Chance geben. Ganz spannende Sache, New York, die hatte ich so ein bisschen auf der Liste, auf meiner Sorgenliste, denn haben ja letztes Jahr wirklich überzeugt und haben in die Playoffs geschafft, sind Vierter geworden, aber jetzt kommt die schwerere Saison, denn sie überrascht. Oder sie sind keine Überraschungsmannschaft mehr. Und die ersten beiden Spiele haben sie schon mal siegreich überstanden gegen Orlando. Orlando ist wahrscheinlich so das schlechteste Team im Osten. Da geht gar nichts. Der beste Spieler ist wahrscheinlich Markelle Fultz und der ist sogar verletzt. Also die sind ja auf kompletten Rebuild eingestellt. Und das erste Spiel, wie ich gerade schon mal erwähnt, haben sie gegen Boston in der Double Overtime gewonnen und ich habe die Zusammenfassung angeschaut, so 10-15 Minuten, das ist besonders cool, es sind wieder Fans im Stadion und dann ist diese NBA-Sport, die zwar das ganz gut gemacht haben, ohne Zuschauer in den Rängen, mit Bildschirmen, mit eingespielten Sounds, also die Atmosphäre war trotzdem ganz okay, aber NBA-Basketball mit Zuschauern ist einfach nochmal was anderes und ja, Orlando wird den ein oder anderen Sieg mit Sicherheit holen und die werden auch das ein oder andere Spiel eine sehr gute Quote haben und dementsprechend auch ein hohes Asian Handicap. Und darauf muss man aufpassen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, dass du jetzt sagst, du gewinnt das mit -12, denn sie haben zwar ein erfahrenes Spiel, aber ein paar Stipsen, ja, ein erfahrenes Spieler, ein paar Stipsen fällt aus, -9 fällt aus. Und da würde ich fast schon zu Orlando +12 tendieren, die Quote ist gefährlich, aber Finger weg vielleicht von dem Spiel und Orlando mal in Hinterhand haben, das ein oder andere Mal wird es in diesem Jahr geben, wo sie Asian Handicaps um die 15 bis 20 haben und dann haben sie auch eine dementsprechende Quote und eine NBA. Gerade wenn man die Spielpläne sich anschaut, wird das ein oder andere Team sich auch sehr schwer tun, da wird dann Berlin bei Orlando zu finden sein. Sacramento habe ich in meiner Liste definitiv nicht auf Playoff-Kurs. Sie gelten ja auch als heiße Anwärter auf Ben Simmons, falls sie dann bereit sind, auch das abzugeben für Ben Simmons, was ein Daryl Murray von Philadelphia fordert. Und der fordert ja einen Star-Caliber-Player im Tausch. Sacramento hat schwere Playoff-Contender und Meisterschafts-Contender als Gegner in den ersten beiden Spielen gehabt. Gegen die Trailblazers gewonnen, gegen die Jazz verloren, aber das relativ knapp gehalten. Die Warriors mit zwei starken Siegen, also gegen die Lakers war es ja lange Zeit knapp bis ins vierte Viertel hin. Dann sind sie davon gezogen und dann auch der Sieg gegen die Clippers. Steph Curry spielt Wahnsinn, echt total krank. Und die Warriors, glaube ich, sollte man dieses Jahr auf der Rechnung haben, denn sie haben mit Jordan Poole jemanden, der von hinten nachkommt. Sie haben sich ganz gut auch verstärkt. Ich glaube, Williams wird jetzt dieses Jahr noch eine bessere Rolle finden. Vielleicht kommt Klay Thompson zurück, wer weiß das schon. Und ja, also die werden eher besser als schlechter. Und klar darf sich natürlich Curry nicht verletzen. Die 1-6-7 gefährlich auswärts. Sie sind ja mehr oder weniger Nachbarn. Im Fußball würden wir jetzt von einem Derby reden. Sacramento gegen Golden State. Aber gefährliche Nummer. Auch hier schauen wir uns einmal die Handicaps an. Die werden dann auch ähnlich wie beim anderen Spiel.
Warriors minus 4, gefährliche Nummer. Generell am Anfang der Saison einfach mal Hände weg vom Wetten. Und ich möchte auch in diesem Video jetzt eher so ein bisschen Teams eingehen, ein bisschen über Basketball reden. Und dann konkrete Wettempfehlung gibt es dann ab nächsten Sonntag. Überhaupt, wenn ihr euch für NBA interessiert und ihr das erste Mal einschaltet, jeden Sonntag ein NBA-Video, konkrete Wettempfehlungen, die ich dann auch selber spiele, tracke. Aber wie gesagt, nicht bei den ersten Spielen, wobei gerade gegen LA wäre schon Bell drin gewesen. Es dauert immer ein bisschen, bis sich so ein komplett neues Team dann einspielt. Und die Lakers haben ja mit Dwight Howard, mit Rajon Rondo zwei Spieler geholt, die schon mal in dem Teamgefüge um Anthony Davis und LeBron James dabei waren. Aber dann noch Russell Westbrook, der sich erstmal finden muss, der jetzt auf einmal nicht mal mehr die zweite Geige, sondern die dritte ist. Und das ist eine komplett neue Rolle. Die Lakers haben ein Wahnsinns-Team beieinander von den Einzelspielen. Ob es klickt in der Saison, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Davis und auch LeBron James mehr Spiele ausfallen. Gerade LeBron James als in den letzten Jahren. Und das wird dann auch ein bisschen auf die Performance des Teams gehen. Ich hoffe, dass Russell Westbrook akzeptiert, dass er dieses Jahr nicht mehr die Triple-Double-Maschine ist, die er mal gewesen ist und oder die er überhaupt ist. Und vor allem in den letzten Jahren hat er das ja im Schnitt erreicht. Aber auf der anderen Seite, die Memphis Grizzlies plus 6, finde ich die bessere Wette, wenn man jetzt hier wetten würde. Weil sie haben mit John Morant, Jackson und ja, ein sehr, sehr junges Team, ein wildes Team. Steven Adams haben sie, der da hinten ein bisschen Anthony Davis rauspushen kann. Und muss man mal schauen, was passiert, wann die Lakers sich fangen. Aber glaubt ihr, dass sie dieses Spiel gewinnen? Jedoch, dass es relativ knapp wird, deshalb die Quote auf Memphis besser. Ihr seht es auch, ich habe jetzt bisher noch keine Over-Under-Spiele mehr angeschaut, Quoten, weil da muss man, glaube ich, noch ein bisschen warten, wie die Ausrichtung wird. Wir haben schon einige High-Scoring-Games gesehen. Oklahoma wird sich schwer tun, High-Scoring-Games zu bestreiten, denn dafür haben sie einfach die Offensive nicht. Auf der anderen Seite Philadelphia mit dem angesprochenen Problem um Ben Simmons. Souveräner Sieg gegen die 76ers. Dann das erste Heimspiel gegen Brooklyn. Ansprache von Joel Embiid, der auch nochmal gesagt hat, hey, Ben Simmons ist einer ihrer Brothers und sie hoffen, dass er zurückkommt. Ich glaube, darauf haben wir jetzt schon gut als applaudiert. Aber die Situation um Ben Simmons ist sehr, sehr eigen und selbstverschuldet. Da weiß ich nicht genau. Es ist schwierig, wenn die Emotionen rauszusprechen, gerade bei Verantwortlichen wie Doc Rivers, der da schon Ben Simmons ein bisschen unter den Bus geworfen hat. Für mich sogar zu Recht, wenn du die Leistung von Ben Simmons anschaust, im Verhältnis zu dem, was er verdient, dann kann man auch mal seinen Starspieler anzählen, aber es gibt definitiv bessere Wege, das zu tun und um das vielleicht so aufbauen zu machen. Und wir sehen, in welcher prekären Situation die 76ers jetzt sind. Sie sind, wenn sie einen Ben Simmons in Normalform hätten, definitiv Anwärter auf den Titel im Osten. Und das haben sie halt leider nicht. Und das ist sogar noch schlimmer. Sie haben gar keinen Ben Simmons und sie haben aber auch gesagt, sie werden ihn nicht traden, außer sie bekommen einen Spieler, der ungefähr vergleichbares Niveau hat. Ansonsten wäre Philadelphia auch bereit, das 4 Jahre lang auszusetzen. Ob das stimmt, weiß man nicht, aber sie tun, glaube ich, gut daran, Ben Simmons jetzt nicht einfach gegen irgendwas zu verschiffen und loszuwerden. Es stand ja auch so ein bisschen in der Gerüchteküche, irgendwie Ben Simmons zu kommen, das will ich auch auf gar keinen Fall tun. Vor allem nicht, wenn du da so einen meinungsstarken Spieler wie Joel Embiid hast, da brauchst du schon irgendjemanden, der sich nach unterordnen kann. Und ja, wir werden sehen, was aus dem Ganzen passiert. Jetzt hat die Philadelphia 76ers erstmal auswärts die Oklahoma City Thunder vor der Brust und hier erwarten wir doch auch einen Sieg von Philadelphia. Auswärts minus 8 wäre ein bisschen zu hoch. Dementsprechend würde ich auch hier eher sogar vielleicht so eine billige Favoritenkombi in Erwägung ziehen, eine 1,3
3-6 gibt es auf den Sieg der Philadelphia 76ers. Die Line von 217 Punkten ist eine schwierige Sache, denn wir haben gesehen, die Oklahoma City Thunder sind keine Scoring-Maschinen und da muss Philly schon wirklich hochprozentig treffen, damit hier die 217 Punkte passieren. Wir schauen jetzt nochmal die ganzen Spiele von heute. Das beginnt ja dann mit den Brooklyn Nets, die bereits um 22 Uhr unserer Zeit zu sehen sind gegen die Charlotte Hornets. Hier favorisieren wir dann doch die Nets. Die Celtics dürfen gewinnen, auch mit einem Handicap. Die New York Knicks werden das mit Sicherheit gewinnen, aber minus 12 oder was das auch war, ist ein bisschen zu hoch. Die Thunder werden gegen die 76ers wahrscheinlich die kürzeren ziehen. Und man sieht es auch. Diese beiden Spiele sind von der Konstellation etwas knapper auf halbwegs Augenhöhe. Da muss man aufpassen, wie die Sacramento Kings in die Saison starten und wie die Lakers dann mal zum Klicken anfangen. Aber hier finde ich auch das junge Team um Gerard, um Morant attraktiver. Überhaupt, es wird eine sehr, sehr spannende NBA-Saison. Ich glaube, an der Spitze wird relativ klar sein, was passiert, aber dann vor allem um die Position 5 bis 10 gibt es sowohl im Osten als auch im Westen einige Möglichkeiten und ich würde euch gerne jetzt mal zeigen, was meine Ideen für den Saisonverlauf im Osten und im Westen ist. Da sehe ich nämlich die Phoenix Suns auf Position 1, der letztjährige Western Conference Playoff-Sieger, haben ein homogenes Team, haben sich nicht verschlechtert, sind jung, sind aktiv, sind agil und sehe ich einfach auf der 1. Dahinter die Utah Jazz, die ja letztes Jahr die Regular-Season-Meisterschaft im Westen gewonnen haben. Dann erst die LA Lakers, einfach weil ich glaube, sie werden hin und wieder Spiele verlieren, weil sie Spieler aussetzen, am Anfang noch nicht so gut im Tritt kommen. Die Denver Nuggets sind eingespielt und von Porter erwartet man ja, dass er den nächsten Schritt geht und Murray wird dann auch zurückkommen. Die Golden State Warriors erwarte ich deutlich stärker als letztes Jahr und da haben sie dann auch schon fast die Playoffs über das Play-In-Tournament geschafft und die Clippers auf der 6. Man weiß nicht, ob sie die komplette Saison ohne Leonard spielen oder ob der in der Mitte oder am Ende irgendwann dazukommt. Auf jeden Fall mit Leonard sind sie natürlich nochmal stärker. Portland Trailblazers auf der 8 und meine Dallas Mavericks habe ich auf der 7. Bin mir bei Dallas vor allem nicht so sicher, inwieweit sie sich wirklich verstärkt haben in Bezug auf die letzte Saison. Sie haben jetzt einen neuen Trainer, Jason Kidd, statt Rick Carlisle, aber Kidd hat jetzt bisher bei keinem seiner Trainerstation überzeugt. Sie haben, die Mavericks haben es nicht geschafft, sich signifikant an Spielermaterial zu verbessern. Sie sind immer noch sehr davon abhängig, wie Luka Doncic drauf ist und vor allem, wie sie es schaffen, Kristaps Porzingis einzubinden. Und das hat ja bisher nicht so gut gepasst und da bin ich auch skeptisch, dass das ein Jason Kidd schafft und auch, dass ein Porzingis das akzeptiert, dass er einfach mal in der Hierarchie hier so unter Luka Doncic ist. Und Tim Hardaway, der haben sie verlängert, guter Spieler, gefällt mir auch gut, aber das reicht halt nicht in diesem dicht besiedelten Westen, aber die habe ich auf jeden Fall trotzdem in den Playoffs drinnen. Mal schauen, ob es so passiert. Hinten in den Conferences schauen wir uns auch mal im Westen an. Haben wir die Timberwolves, die sehe ich wirklich schlecht diese Saison, genauso wie die Oklahoma City Thunder, die Kings, glaube ich, auch wieder werden nicht wirklich mitreden in den Playoffs. Und ja, dann haben wir noch hier irgendwo Houston stehen, die sollten wir auch nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, was das hier gerade für eine Tabelle ist. Schauen wir auch nochmal in den Osten, da meine Gedanken. Die Boston Celtics haben ihre Meisterschaftszeiten erstmal hinter sich gebracht. Da braucht es ein, zwei Jahre, um ein Team um Jason Tatum aufzubauen. Was mich persönlich überzeugt, die sehe ich auf jeden Fall nicht unter den Top 4. Waren letztes Jahr einer meiner Favoriten. Die Knicks werden ihren Erfolg wiederholen, in die Playoffs einzuziehen, Position 7. Die Chicago Bulls, für mich ein Team, über das ich nächste Woche viel reden möchte, denn die werde ich diese Saison ganz besonders lange verfolgen wollen, auch mehrere Spiele anschauen. Die Heat um Jimmy Butler, Tyler Hero, Kyle Lowry, den haben sie rübergeholt von den
Portland Trailblazers, dafür natürlich Goran Dragic abgegeben, da muss man schauen, was passiert. Atlanta Hawks waren letztes Jahr schon stark, die 76ers sowieso, Ben Simmons hin oder her, da glaube ich trotzdem, dass der Kader um Joel Embiid und Tobias Harris stark genug ist und dann auf der 2. Die Meister, die Milwaukee Bucks, die komplett entspannt eigentlich in die Regular Season gehen können, denn Giannis, großer, wichtiger Traum und auch der Traum der Franchise, den Titel zu holen, den haben sie jetzt erstmal erfüllt und jetzt ist dieser Chip on the Shoulder, wie die Amerikaner so schön sagen, oder überhaupt der erste Druck weg, denn er war schon, oder die Bucks haben schon mehrmals die Regular Season gewonnen mit den höchsten Punkte-Differenzen zu den anderen, zu den anderen Teams. Sie haben mit Giannis einen doppelten MVP schon gehabt und den Superspieler schlechthin. Der Druck ist jetzt erstmal weg und ich glaube, das wird man dann vor allem in den Playoffs sehen, mit dem ist definitiv zu rechnen. Und am Ende des Tages sehe ich trotzdem die Brooklyn Nets an der 1, Durant und Harden, wenn dann großartiges verletzungsmäßig passiert, haben einfach einen unglaublich guten und erfahrenen Supporting Cast und da sehe ich jetzt nicht, dass eins der anderen Team konstant genug ist, um den Platz 1 wegzunehmen. Was sind eure Ideen für die NBA dieses Jahr? Was wird das Überraschungsteam? Vielleicht die Chicago Bulls, die haben sich geil verstärkt mit Lonzo Ball, mit DeMar DeRozan, die haben wir Vucevic letztes Jahr verpflichtet, da haben sie sowieso noch Levine, Caruso von den Lakers, der passt irgendwie zu Chicago richtig cool mit seinem Glatze, Stirnband und er sieht ja so nach Anti-Basketball aus und das gefällt mir persönlich besonders gut. Auf jeden Fall attraktives Team, wo ich echt hoffe, dass sie es dieses Jahr mal wieder in die Playoffs schaffen und so ein bisschen der Chicago Bulls Spirit wieder in der NBA angekommen ist. Denn dann haben ja die meisten angefangen, sich überhaupt gerade über einen großen Teich in Deutschland für Basketball zu interessieren. Über Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Und wer das noch nicht getan hat, sollte sich unbedingt auf Netflix die Serie The Last Dance anschauen. Die letzte Saison von Meistertrainer Phil Jackson mit Jordan. Unglaublich geile Dokumentation. Und dann danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Bis nächste Woche Sonntag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao, ciao. Oddspedia, the Sports Betting Community.